Hier zeige ich euch die US-Version von Trauma Center Second Opinion. Und wer Trauma Center Under the Knife in DS gespielt hat, dem sollte der Titel recht bekannt vorkommen. Denn im Endeffekt handelt es sich um eine Umsetzung des DS-Titels für die Wii. Einzige Neuerung, die 2D-Dialoge wurden wie die Steuerung überarbeitet und es gibt einige Zusatzoperationen zu meistern. Er schlüpft also wieder in die Rolle von Dr. Derek Stiles und rettet einen Patienten nach dem anderen das Leben. Die Wehwehchen reichen von Glassplittern im Arm des Patienten bis hin zu komplexen Tumoroperationen. Mit dem Nunchuck-Controller wählt ihr aus OP-Werkzeugen wie Absauger, Skalpell, Spritzen und Ultraschallgerät aus und setzt diese dann mit der Wii-Remote ein. Das seht ihr jetzt hier. Das geht leichter von der Hand als auf dem DS und auch der knallharte Schwierigkeitsgrad wurde etwas entschärft. Trotzdem müsst ihr immer noch das Zeitlimit und die Vitalwerte des Patienten im Auge behalten. Setzt der Puls aus oder die Zeit verstreicht, übernimmt ein anderer Arzt und eure Zeit als Mediziner wie auch das Spiel sind zu Ende. Um besonders schwierige Operationen zu meistern, setzt ihr den sogenannten Healing Touch ein. Dafür müsst ihr mit der Wii-Fernbedienung ein Pentagramm auf den Schirm zeichnen. Das ist, Achtung Wortwitz, satanisch schwer und erfordert ziemlich viel Übung, um die Linien möglichst sauber zu ziehen. Habt ihr diese Aufgabe allerdings gemeistert, werdet ihr mit einem Zeitlupenmodus belohnt, in dem ihr selbst besonders schwierige Eingriffe locker meistern könnt. Zum Abschluss zeige ich euch noch eine Operation, die es auf dem DS nicht durchzuführen gab. Mit dieser Ärztin müsst ihr nämlich einen Trümmerbruch pflegen. Dafür sammelt ihr erst einmal die Knochenfragmente ein. Dann rückt ihr den Knochenstumpf wieder in die richtige Position und fügt die Teile jetzt wie ein Puzzle wieder zusammen. Am Ende müsst ihr nur noch ein verstecktes Teil aus dem Arm schneiden, das ihr mit dem Ultraschallgerät findet. Dann kippt ihr über alles etwas Desinfektionsmittel, zunähen und schon ist der Arm wieder wie neu und ihr könnt euch eure Ranking abholen. Der Titel macht einen guten Eindruck. Wenn ihr euch das Spiel allerdings holen wollt, müsst ihr euch noch etwas gedulden, denn Trauma Center Second Opinion wird erst am 10. August in Deutschland erscheinen.